herzlich willkommen zurück zum Roll and Ride im Freispiel. Wir haben uns mal noch einen Titel aus der Klein- und Feinreihe vom Schmidt Verlag angeschaut. Dizzle heißt der Kollege. Haben wir uns nicht jetzt angeschaut, spielen wir immer mal wieder, weil man den super zwischendurch mal spielen kann. Neues Roll and Ride, kennt ihr, wir haben jede Menge Würfel und wir haben jede Menge Zettel, auf denen wir so Kram machen. Die Würfel werden geworfen. Das wäre jetzt für ein 4-Personen-Spiel mit den 13 Würfeln. Ich mache es ein bisschen einfacher. Wir spielen nur zu zweit und dann haben wir insgesamt 7 Würfel im Spiel. So, der kommt auch mal weg. So, jetzt habe ich 7 Würfel. Wenn ich am Zug bin, dann werde ich die werfen. Sortiere die dann nach ihren Zahlen. Das ist nicht wichtig, aber es hilft ein bisschen bei der Übersicht. Und jetzt muss ich mit diesen Würfeln irgendwas machen. Es ist nicht so wie sonst, dass ich jetzt mir einen Würfel aussuche, den beiseite packe und da irgendwie ein Kreuz auf meinem Zettel mache, sondern ich suche mir einen Würfel aus und lege den auf meinem Zettel ab. Und dann kann meine Gegenspielerin sich einen Würfel aussuchen, auf ihrem Zettel ablegen. Und dann bin ich wieder dran. So nehmen wir uns nach und nach hier die Würfel weg. Und wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt mit meinem Zug auf, erst dann mache ich Kreuze. Jetzt machen wir aber mal noch weiter, weil ich kann noch. So, Gegenspielerin wieder ein. So, und jetzt haben wir hier eine Sonder... Ne, haben wir noch nicht. Okay. Ein Würfel ist noch übrig. Den nehme ich mir jetzt noch, lege den da hin. Und jetzt bin ich eben fertig, weil es keine Würfel mehr gibt. Und immer dann, wenn ich sage, mein Zug ist beendet oder wenn mein Zug... wenn der Zug deswegen endet, weil keine Würfel mehr da sind, nehmen alle Spieler die Würfel von ihrem Zettel wieder weg und kreuzen die entsprechenden Felder an. Der Kniff dabei ist, dass ich Würfel immer nur den ersten Würfel einer Runde benachbart zu einem schon getätigten Kreuz legen darf. Und ab von da an muss ich immer benachbart zu schon gelegten Würfel legen. So kann das dann zu Situationen kommen, in denen viel gekreuzt ist. Hier schon mal was vorbereitet. Jetzt sagen wir doch mal, ich habe den Würfel hier hingelegt und jetzt ist benachbart nur noch hier die 6 und hier die 3. Ist jetzt im Würfelpool, der vorhanden ist, keine 6 und keine 3 mehr vorhanden, dann könnte ich natürlich sagen, na, ich höre jetzt auf, beende meinen Zug und mache dieses eine jämmerliche Kreuz. Ich kann aber auch hingehen und sagen, na, ich gehe jetzt mal ein bisschen pokern und nehme alle Würfel, die noch vorhanden sind, und werfe die erneut. So, jetzt habe ich hier eine 6, die kann ich da hinlegen. Sollte es in diesem Fall dazu kommen, dass erneut nichts möglich ist zu legen, so ist nichts möglich, ne? Genau, dann muss ich als Nachwürfler von meinem Tableau einen Würfel zurück in den Pool geben. Ja, also das macht es mir dann, das ist diese Risikogeschichte, die man da mit dem Neuwürfeln macht, ist, dass man eventuell die Würfel verliert, die man schon gelegt hat. Genau, das ist grundsätzlich Dizzle. Worum geht das jetzt hier? Das geht wie immer darum, Punkte zu machen. Und die Punkte machen wir in Dizzle je nach Level unterschiedlich. Ne? Seht ihr, da oben steht Level 1. Das Spiel hat insgesamt 4 Level in der Grundausstattung schon dabei. Das gibt natürlich weitere Level, die man dazu kaufen kann. Und da geht das je nach Level eben um verschiedene Dinge. Ne? Jetzt hier in Level 1 geht es aber nur darum, ich will diese Kristalle sammeln. Jeder Kristall, den ich nachher abgekreuzt habe, der ist 3 Punkte wert. Hier gibt es Zeilen- und Spaltenpunkte, das sind hier diese Pfeile, also wenn ich diese Spalte komplett durchgekreuzt bekomme im Lauf der Partie, dann wären das 10 Punkte für mich wert. Und dann gibt es diese beiden Puzzleteile, habe ich die beide, sind die zusammengepuzzelt, ist das auch 10 Punkte. Und dann gibt es diese Bomben und die sind ganz nett, die sind nämlich dafür verantwortlich, die Mitspieler zu ärgern. Sobald ein beliebiger Spieler es schafft, so eine Bombe zu erreichen, macht derjenige oder diejenige dort ein Kreuz und alle anderen Spieler müssen auf ihrem Zettel bei derselben Bombe hier so, ne, seht ihr da, so explodiert, ist kaputt gegangen und jede explodierte Bombe, also von den anderen angekreuzte Bombe, die kostet mich Punkte, ist dann Minuswert. Wenn wir da die weiteren Level dann weiterspielen, dann wird es immer komplexer. Ne? Zum Beispiel gibt es hier in Level 2 jetzt schon 2 verschiedene Kristalle, es gibt 2 verschiedene Puzzleteile. Es gibt diese Schlüssellöcher, die darf ich nur dann ankreuzen, wenn ich vorher schon den Schlüssel habe, sodass ich da unter Umständen Umwege gehen muss. Und dann haben wir noch Level 3 und 4. In Level 3 haben wir dann 3 verschiedene Kristalle, das Puzzle wird größer. Und dann gibt es ein Wettrennen auf diese Autorennen-Zielfahren-Geschichte. Da ist dann die Frage, wann
komme ich da an. Sobald ich das ankreuze, gucke ich, hat es schon jemand angekreuzt, bin ich Zweiter, kriege ich 6 Punkte, der Erste hat 10 Punkte bekommen, ne? Und dann wird halt immer schlechter, je später man kommt. Und dann gibt es hier diese Rakete, wenn ich die angekreuzt habe, darf ich sofort hier zack auf diesem Planeten fliegen, also da ein Kreuz machen und habe dadurch neue Optionen mit meinen Würfeln umzugehen. Und genau, Level 4 haben wir dann hier auf der Seite, da werden dann die Raketen wirklich zentral, weil wir getrennte Bereiche haben, in denen wir Kreuze machen. Hier starten wir und wir müssen erstmal überhaupt zu den Raketen kommen, um diese neuen Bereiche erreichen zu können. Da gilt es dann zusätzlich noch diesen Kackhaufen auszuweichen, weil in Kackhaufen reintreten, wisst ihr ja, ist 3 Minuspunkte wert, wie im echten Leben. Genau, das ist Dizzle aus der Reihe Klein und Fein von Schmidt. Hat uns super gut gefallen, eben wegen dieser Varianz da mit den 4 verschiedenen Zetteln. Das macht immer mal wieder Spaß, das auszupacken und 1, 2, 3 bis hin zu 4 Level mal eben runter zu zocken. Genau, wenn ihr noch Videowünsche habt, lasst uns die unten in den Kommentaren da. Wir machen gerne alles über alle Spiele, die wir kennen und die euch interessieren. Ansonsten klickt hier drauf, wo eben noch die Spielschachtel zu sehen war. Da lasst ihr uns ein Abo da und erfahrt dann immer, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wurde. Bis dahin, habt Spaß mit Spielen. Tschüss aus dem Freispiel.